In den letzten Tagen und Wochen fällt vor allem eines ganz massiv auf, und zwar der Umstand, dass auf der einen Seite gegen rechtskonservative Politiker und auf der anderen Seite aber auch gegen rechtskonservative und patriotische Medien eine wahrliche Hexenjagd veranstaltet wird. Zum einen gibt es Korrektiv, die da irgendeinen Bericht in die Welt setzen, bei dem es dann so ist, dass plötzlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufspringt und hier irgendwelche Deportationsfantasien herbeifabuliert, die schlussendlich dazu führen, dass Hunderttausende, um nicht zu sagen Millionen, auf die Straße gehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Maßnahmen, die vor allem ein Ziel verfolgen, nämlich rechtskonservative Medien mundtot zu machen. Wie passiert das? Das passiert ganz einfach. Das funktioniert mit dem Mittel des sogenannten Debankings. Was heißt das? Debanking ist ein Vorgang, wo Druck auf Banken ausgeübt wird, die dann am Ende zu dem Entschluss kommen, dass diese und jene Organisation, dass dieser und jene Politiker, aber auch dieses und jenes Medium, wie aktuell gerade der Fall, schlussendlich kein Bankkonto mehr haben. Von heute auf morgen werden hier die Bankkonten geschlossen, was natürlich ganz, ganz erhebliche Probleme mit sich bringt. Auf der einen Seite können vielleicht Spendengelder und Zuwendungen nicht mehr überwiesen werden. Auf der anderen Seite können die Abos nicht mehr abgerechnet werden und generell ist der tägliche Zahlungsverkehr ganz massiv eingeschränkt und man hat unheimlich viel zu tun, dann seine Daueraufträge irgendwo anders hinzugeben, seinen Kunden zu erklären, seinen Abonnenten zum Beispiel zu erklären, dass sie plötzlich auf ein anderes Konto überweisen müssen, so diese Organisation überhaupt noch ein neues Konto bekommt. Also das sind Maßnahmen, die von der sogenannten Zivilgesellschaft gesetzt werden, um am Ende des Tages ein Ziel zu erreichen, nämlich auf der einen Seite Politiker mundtot zu machen und auf der anderen Seite natürlich auch entsprechende Medien. Gerade vor kurzem hat das zum Beispiel das Medium Heimatkurier getroffen. Da ist über Nacht sozusagen der Bankaccount, ich glaube bei der Firma N26, gekündigt worden und eben folgende Probleme wurden damit auch ausgelöst. Und sowohl meine Kollegin Susanne Fürst als auch ich haben das natürlich entsprechend kritisiert. Susanne Fürst sagt als Verfassungssprecherin, dass das absolut in einem Staat wie Österreich einer sein sollte, nichts verloren hat, dass man nicht einfach willkürlich solche Verträge auflösen kann und das vor allem auf Zuruf von sogenannten linken NGOs. Als Mediensprecher betrifft mich das aber natürlich genauso, denn das Ziel, die Meinungsfreiheit einzuschränken, wird ja damit ebenso verfolgt und das halte ich wirklich für problematisch. Und vor allem, wenn man mit Bürgern aus den ehemaligen Oststaaten spricht, dann sagen die, naja, das sind doch Vorgehensweisen, die wir schon kennen. Unliebsame Medien werden halt, denen wird das Leben so schwer gemacht, dass sie schlussendlich nicht mehr publizieren können. Und das, liebe Freunde, sind natürlich die Vorzeichen von totalitären Systemen. Das muss man an dieser Stelle mal ganz, ganz klar aussprechen. An dieser Stelle sollte man vielleicht auch nochmal drüber reden, wie es mit NGOs eigentlich ausschaut. Was sind NGOs? Also diese NGOs, Non-Government Organizations, sind im Prinzip alles andere als Non-Governments und in der Regel hängen sie vom Government, also von der Regierung ab und werden sozusagen, ja, ich würde fast sagen, als Legionäre hier ins Feld geführt, denn Dinge, die man auf der politischen Ebene nicht mehr umsetzen kann, machen die dann. Konkret im Fall vom Heimatkurier ist es so passiert, dass die Plattform Hashtag Aufstehen eine Hasskampagne gegen den Heimatkurier in Gang gesetzt hat und dass man vor allem eines gemacht hat, man hat ganz gezielt Mails an die Bank N26 geschickt beziehungsweise hier auch entsprechende Unterschriften lanciert. Peinlich ist, dass eine Bank wie N26, die grundsätzlich kein kleiner Spieler ist, bereits nach lächerlichen 8000 Unterschriften eingeknickt ist und sich somit auch dem Befehl der Demokratiefeinde unterworfen hat. Das ist die Situation, wie wir sie momentan sehen. Die aktuelle Aktion ist so eine Art Trittbrettfahrerei nach den jüngsten Vorgängen in der Bundesrepublik Deutschland zu werten. Denn ich habe es vorher bereits erwähnt, da gibt es ein privates Treffen in Potsdam, dort werden dann irgendwie Geschichten hineinfabuliert, dann werden hunderttausende Bürger samt der Klimawahnsinnigen und Klimaapologeten auf die Straße gestellt und damit macht man dann eben auch Druck auf solche Finanzinstitute.
Und wenn man dann Nachrichten bekommt von diesen Banken, die dann immer wieder Konten kündigen und sagen, ja, es funktioniert irgendwie mit unserer Firmenphilosophie nicht und so weiter und so fort, muss man natürlich die Gegenfrage stellen. Gibt es so etwas wie antidemokratische Kräfte in diesem Land? Und wenn es sie gibt, weil das dürften offensichtlich welche sein, dann ist die Frage, ob das mit der Firmenphilosophie in Einklang zu bringen ist. Das sind ein paar Mitglieder des radikalen schwarzen Blocks und weiß nicht, ein paar Klimaapologeten und sonstige Leute, die da auf irgendeiner Payroll stehen, dass die eine Bank in die Knie zwingen können. Ich glaube, das sollte einen nachdenklich stimmen. Und ich bin schon überlegt, ob man nicht im Umkehrschluss auch hier eine Unterschriftenliste lancieren sollte, um mal einen Spiegel hier ermöglicht zu machen, was hier eigentlich gerade im Laufen ist und was hier passiert. Und noch einmal, es geht ja nicht einfach nur um die privatrechtliche Vertragsfreiheit und ja, auch wenn das quasi rechtlich möglich ist, diese Verträge zu kündigen, sondern es geht vielmehr um das Grundrecht auf Pressefreiheit, das hier bedroht ist, dass man hier mit Füßen tritt und wo man wirklich dagegen vorgehen möchte. Das ist ein Ausdruck von einer totalitären Gesinnung, das muss man hier ganz, ganz klar sagen. Und jeder, der dabei mitmacht, der strebt ganz offensichtlich einen Umbau unserer Gesellschaft an, und zwar weg von der Demokratie und weg von den Grundrechten. Jeder, der Corona miterlebt hat, weiß, was das eigentlich heißt. Ja, ich habe es vorher bereits erwähnt, die Akteure, die hier im Spiel sind, sind immer wieder dieselben. Mit Aufstehen eng vernetzt ist die deutsche Plattform Kampakt, und die habe ich durch das Betreiben der Petition eben für die Aberkennung der Grundrechte des erfolgreichen AfD-Politikers Björn Höcke die Maske völlig fallen lassen. Also die haben gegen Björn Höcke bereits eine Kampagne geführt, und das ist ja auch die Debatte, die wir gerade in vielerlei Hinsicht haben. Es sollen Politikern Grundrechte aberkannt werden, hier konkret zum Beispiel das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit zu kandidieren. Und man sieht ja, welche Steine hier ins Rollen kommen, denn genau diese Diskussion hat mir ja dann in weiterer Folge durch diese Extremismus-Expertin, durch die Frau Ebner zum Beispiel, die ganz massiv aus der SPÖ kommt, auch nach Österreich getragen, die sich ja auch vorstellen könnte, Herbert Kickl seine Grundrechte zu entziehen und damit dafür zu sorgen, dass er bei Wahlen nicht antreten kann. Man sieht also, die sogenannte Zivilgesellschaft ist nichts anderes als eine Gruppe von radikalen Demokratiefeinden. Das muss man hier mal ganz klar beim Namen nennen, und ich finde es traurig, dass auch in Österreich das mittlerweile auf der Tagesordnung steht und gang und gäbe ist. Und vielleicht im Zusammenhang mit NGOs noch etwas. Und zwar hier ist interessant zu bemerken, dass es ja die sogenannten Klimakleber gibt, ne? Diese Weltuntergangssekte, die sich hier auf Straßen gibt und den öffentlichen Verkehr behindert, generell den Verkehr behindert und auch unterbindet, dass zum Beispiel Menschen, die in Not geraten sind, die einen Rettungsdienst brauchen, hier rechtzeitig versorgt werden können. Das ist das, was die Klimakleber machen. Und gerade diese Klimakleber sind ganz, ganz massiv aus dem Ausland finanziert. Hier gibt es Gelder aus den Vereinigten Staaten, und da gibt es ein ganz, ganz undurchsichtiges Netzwerk, wie hier Gelder transferiert werden. Jene Gelder, die dann dazu eingesetzt werden, um eben junge Menschen hier auf die Straße zu treiben und sie dazu zu bewegen, sich dann auch auf diese Straßen zu kleben. Auf diesem Auge ist man völlig blind, und ich bin absolut der Meinung, und da kommen ja auch andere NGOs wie Global 2000, wo die Frau Gewessler mal die Chefin war, oder auch Greenpeace zum Tragen. Ich bin der vollen Überzeugung, dass man hier mal genauer hinsehen sollte, denn was hier unter dem Deckmantel des Umweltschutzes gemacht wird, ist nichts anderes als knallharte politische Agitation der übelsten Sorte. Und genau deswegen kann ich es auch verstehen, warum bereits in vielen Ländern absolute Transparenzpflicht für NGOs herrscht, vor allem dann, wenn es um die Finanzen geht, und warum in manchen Ländern auch NGOs restlos unerwünscht sind. Einfach deswegen, weil sie eben das Gegenteil von dem machen, was sie im Namen tragen. Sie nehmen massiven Einfluss auf die Politik und natürlich in weiterer Folge auch massiven Einfluss auf Wahlen. Ich denke, das sind Dinge, die wir hier zu berücksichtigen haben. Und abschließend vielleicht noch eines, ein Beispiel aus unserer Justiz. Wir erinnern uns, dass es ja offensichtlich auch zwischen den NGOs, den Klimaklebern und so weiter und so fort eine absolute Verbindung zur Politik auch hier in Österreich geben muss. Denn die grüne Justizministerin Sadic hat ja dafür gesorgt, dass rechtzeitig vor Weihnachten das Aushängeschild der österreichischen Klimakleber
ganz, ganz plötzlich und ohne großen Aufwand und großes Aufsehen aus der Haft entlassen wird. Heute möchte die Frau Sadic zwar nichts davon wissen, aber ein Schelm, wer Böses da bedenkt. Das sind die Nachrichten, die hören Sie übrigens nicht im ORF. Das gibt es nur hier auf diesem Kanal und auf vielen, vielen anderen guten Kanälen. Es eint uns nur alle insgesamt, dass wir nicht das öffentlich-rechtliche Sprachrohr sind, sondern auch Bürger, die den Mut haben, diese Dinge beim Namen zu nennen. Und genau deswegen möchte ich euch auch einladen, hier Mitglied auf diesem Kanal zu werden. Freut mich natürlich, wenn dieser Kanal unterstützt wird. Wer informiert bleiben möchte, bitte daher einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren.